So, da sind wir dabei. Silent Hill 4, The Room. Weiter geht's, ab in die nächste Welt. Wir haben beim letzten Mal die Gebäudewelt erfolgreich abgeschlossen, haben die Tafel Chaos bekommen und schauen wir mal, wie unser Loch im Badezimmer jetzt aussieht. Wow, okay. Okay, es hat mittlerweile sogar einen siegelähnlichen Rand drumherum gekriegt. Ach du Scheiße, was sagst du denn dazu? Dieses Loch sieht nicht so aus, als ob ein Mensch es gemacht hätte. Es wird größer und runder, sowas habe ich doch schon mal gesehen. Ja, die vielleicht, durch die du die ganze Zeit wieder zurückkommst, du Held. Ja, es ist offensichtlich, dass es so ein Loch ist. Das Loch in eine andere Dimension sozusagen. Und wir schauen mal, in welche Dimension wir jetzt rauskommen. Ich habe wirklich echt keinen Plan. Ich habe es am letzten Mal schon gesagt, also das waren jetzt so die Welten, die ich in Erinnerung noch hatte. Und ab hier wird es jetzt witzig und relativ blind, muss ich sagen. Schauen wir doch mal. Oder auch nicht. Doch. Doch, wir dürfen. Das ist unsere Nachbarin auf jeden Fall, 303, oder wie? Wir sind 302. Also es ist die Apartmentwelt hier. It looks like my apartment. Ich dachte mir auch gerade. What the hell is this? Naja, das ist die Schlumpfdimension von deinem Apartment. Ja. Und bei den Schlümpfen ist, wie man an den roten Wänden sieht, ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Das ist doch ganz einfach. Lass mal hier reingehen. Lass einfach mal hier reingehen. Denn mir bleibt nichts anderes übrig, weil ich... Oh, wow. Was zum Teufel? Kann ich da irgendwas davon mitnehmen? Nein, dir gefällt nur irgendwas dahinter, habe ich recht. Da ist ein Buch. Hier ist ein Tagebuch. In den letzten Monaten hat Joseph, der Typ nebenan, der mir das seltene Pornoheft gegeben hat, sehr hart gearbeitet. Er sagte, wenn er noch ein seltenes Heft fände, würde er es mir geben. Aber er hat sich in letzter Zeit kaum blicken lassen. Er sagte, er sei Journalist und würde immer etwas untersuchen. Aber ich glaube, etwas Seltsames geschieht mit ihm. Er hat sich in seine Wohnung eingeschlossen und ich höre all diese seltsamen Geräusche. 1. Juli, Mike. Oh, meine wunderschöne Rachel. Was soll diese Notiz auf rotem Papier? Ich dachte, du hättest mir eine Antwort geschrieben, aber du hast wohl auf etwas anderem geschrieben. Er hat es zusammen mit einem mit in meinen besten Kleidern mitgenommen. Dude, what? Wie high warst du denn, als du das geschrieben hast? Da liegt noch ein roter Zettel. Rote Papier. Nur ein Stück rotes Papier, auf dem nichts steht. Werde es unter die Tür vom Apartment 302 stecken. Ja, das ist allerdings wahr. Sollten wir tun. Um dann mal zu gucken, ob wir es eben in unserer normalen... Nee, normalen Welt. Oh Gott, das heißt jetzt eigentlich schon normale Welt. In unserer abgefuckten Welt, in der wir in unserem Raum gefangen sind, ob wir es da rausholen können. Okay. Der Kerl ist der Hausmeister? Ach, diese Fotos sind viel jünger. Auf der Rückseite wurde ein Schlüssel geklebt. Ja, Hausmeisterschlüssel, sehr gut. 105, also müssen wir ins erste Stockwerk auch noch runter. Es ist Foto einer Schwester, darauf steht, ich liebe dich. Auf die Rückseite wurde ein Schlüssel geklebt. Nummer 106, okay. Okay. Schließfachschlüssel. Schließfachschlüssel, das ist Schließfach 106, ist wahrscheinlich im Eingangsbereich dann ist. Gott, warum kommt auf einmal der Sound? Liegt ein Heft offen rum. Verzweiflung lehren. Wishhouse, ein Waisenhaus am Rande von Silent Hill. Aber hinter dem falschen Image verbirgt sich ein Ort, an dem Kinder entführt zu einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Wishhouse wird vom Wohltätigkeitsverein Silent Hill Smile Support Society verwaltet, der manchmal auch 4S genannt wird. 4S ist ein hoch angesehener Wohltätigkeitsverein, der arme Kinder ohne Zuhause aufnimmt und mit Hoffnung aufzieht. Aber im Innersten ist es eine heidnische Organisation, die ihr eigenes verzerrtes Dogma anstelle guter religiöser Werte lehrt.
Mr. Smith, der in der Nähe lebt, sagt, manchmal kann ich nachts ihre seltsamen Gebete und das Weinen von Kindern hören. Ich bin rüber, um mich zu beschweren, aber sie haben mich sofort verscheucht. Danach hat sich nichts geändert. Mir wurde der Zutritt verweigert, als ich versuchte, Fotos in der Einrichtung zu machen. Was genau haben diese Leute mit von Wish House zu verbergen? Bei meinen Untersuchungen schließe ich auf einen verdächtig aussehenden runden Betonturm, der Teil der Einrichtung zu sein scheint. Leider konnten wir niemanden finden, der uns sagen wollte, wozu der Turm verwendet wird, aber es scheint unwahrscheinlich, dass es etwas mit dem Aufziehen von Waisenkindern zu tun hat. Es könnte ein Gefängnis oder eine geheime Kultstätte sein. Der Kult, der Wish House betreibt, wird von Ansässigen einfach der Orden genannt. Es ist eine Religion, die aufs Engste mit der Geschichte von Silent Hill verwoben ist. Aber es ist der inbrünstige Glaube der Anhänger, dass sie zu den wenigen Auserwählten gehören, der eine dunkle und gefährliche Seite offenbart. Ich beabsichtige, meine Untersuchung von Wish House und dem dahinterstehenden Kult fortzusetzen. Ich habe den festen Glauben, dass es unsere oberste Pflicht ist, die ganze Wahrheit zu sagen und unseren Kindern den wahren Weg zu weisen. Joseph Schreiber. Okay. Ist noch irgendwas hier drin? Nein, ich glaube, ich sollte raus. Ich weiß nicht warum, aber dass es hier plötzlich Geräusche gemacht hat, als ich irgendwas aufgesammelt habe, das macht mir Angst und ich will das nicht. Deswegen gehe ich jetzt aus diesem Apartment raus. Wir haben ja auch noch ein paar andere vor uns, von dem her. Okay, Geister, deswegen. Verdammt. Okay. Soll ich wirklich hin? Sind die tot? Schau mal an, wer da ist. Sie ist verschlossen. Steckt ein fetzen rotes Papier unter der Tür. Genauso tauchen sie unter meiner Tür auf. Okay, Walter. Ja, lass mal hier ganz kurz, lass mal den auch hier rote Papier unter die Tür schieben. Können wir mal schauen, ob es irgendwas gebracht hat, weil ansonsten können wir an unserer eigenen Tür nichts machen. Da kommen wir auch nicht rein. Glaube ich, oder? Kommen wir da rein? Keine Ahnung. Also, sie ist verschlossen. Also, kann ich vielleicht irgendwie schon einen Schlüssel finden, aber jetzt momentan kommen wir nicht rein, das will ich damit sagen. 303 ist auch verschlossen. Was hat der Kerl hier gemacht? Könnte er das nächste Opfer sein? Oder könnte es sein, dass... Oh Gott, unsere hübsche Nachbarin. Nein! Alles verschlossen hier. Na gut, dann gehen wir erstmal runter. Wir haben Schlüssel 100 irgendwas. Ich weiß gerade nicht. Deswegen lass uns mal ins unterste Stockwerk gehen. Wenn ich immer peil, wo... Ach, da sind die Treppen. Ach du Scheiße, die Kamera hat mir gerade aber auch nicht wirklich geholfen. Hallo? I got this from Miss Galvin. A long, long time ago. Aha. She was younger than me back then. She looked so happy, holding her mother's hand. Here. I'll give it to you. Nein, danke. Nein, danke, ich möchte diese Puppe nicht haben. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht wirklich, um zu weiterkommen. Außerdem will ich mein Inventar nicht unnötig füllen. Also alles unnütz lasse ich einfach liegen. Ja, das ist jetzt... Wo können wir da auch rein? Ja, wir können auch rein. Warum eigentlich nicht? Wenn wir schon in den zweiten Stock rein können, dann sollten wir es auch einfach mal nutzen. Schauen, ob wir noch irgendwas finden. Was war das denn gerade? Nichts. Manchmal verwirren mich die Texturen, wenn man sie nur im Augenwinkel sieht irgendwie. Oh shit. Ich hätte hier nicht herkommen sollen, Mann. Das ist die falsche Nachbarschaft für mich. Nein. Na super. Ich... Whatever. Bringt eh nichts. Bringt absolut gar nichts. Die sind alle komplett verschlossen. Also erstmal runtergehen mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. Auf dem, was auch immer steht. Der Hausmeisterschlüssel für das Apartment irgendwo unten. Stand auf dem Schlüssel drauf? Warte mal ganz kurz. Ja, genau. 105 war es. Dachte gerade, irgendwas stand drauf, aber... Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was auf diesem verdammten Schlüssel stand. Dann wollen wir mal schauen, dass wir Apartment 105 finden. Ach du Scheiße, was geht denn hier für ein Film? Überall tote Hunde. Was haben die Hunde euch gemacht? Okay, bin ich jetzt auf der richtigen Seite?
Gibt's überhaupt eine andere Seite für mich? Alter! Nein! Habe ich noch nicht erwähnt, dass ich einfach noch der Ninja geworden bin? Ah, Gott! Okay, ich bin kein Ninja. Ich geb's zu. Ich habe gelogen. Ja, man kann relativ schnell damit angreifen. Nicht so übel. Aber das Stahlrohr war irgendwie lieber. Da war die Reichweite ein bisschen besser. Ich meine, stand dran, sie hat eine kurze Reichweite. Oh, holy crap. Ich dachte gerade, das wäre so ein Stapelkisten wie hier. Aber springt mich der verdammte Stapelkisten an. Ja, ist das so? Ich frage dich, Stapelkisten. Springst du mich an? Alter, bleib hier. Mann, ey, Pitbull-Kampf mit einem Terrier. Ist mir egal. Ja, Pitbull-Kampf mit einem Terrier. Oder Faustkampf mit einem Chihuahua. Mir egal, wie ihr es nehmen wollt. So sollte ich die Sportart nennen. Mutierte Hunde mit Äxten verprügeln. Sollte olympisch werden, meiner Meinung nach. Ich hätte da schon eindeutig meine Favoriten. Okay, ja, Partner 105, bist du 105? Yes, 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 yes. Da ist der Hausmeisterschlüssel. Und da ist er nicht mehr. Ich finde es so gut, dass sie die Schlüssel fallen. Ich meine, sinnfrei, wenn sie nicht fallen lassen würden, aber so gut, dass jemand an diese verschissene Mechanik gedacht hat beim Programmieren dieser Spiele. Und war ein gutes Indiz, um zu wissen, ob man Schlüssel in Resident Evil noch braucht. Man musste sich nicht irgendwie, also in Resident Evil jetzt, ich rede jetzt von Resident Evil, ich weiß, das ist Silent Hill. Okay, auch nur rotes Papier, auf dem nichts draufsteht. Können wir theoretisch alles unter Apartment... Okay, von Schwester Rachel gefunden. In Wohnung 302 zurückgebracht, zusammen mit dem Teil, den ihr Freund Mike abgerissen hatte. Okay. Von mir aus. Ich glaube, dieses Schlüsselbrett ist interessant für mich, oder? Yes. Nehmen Sie die Wohnung. Alle. Ich habe alle jetzt. Zu den Wohnungen im Wohnblock Nummer scheint zu fehlen. In 303 fehlt. Na super. Okay, also müssen wir in den anderen Wohnungen schauen, in welchem. In der anderen Wohnung gucken, ob wir da irgendwie den Schlüssel für 303 finden. Na, klasse. Gut. Gibt erstmal nichts mehr hier unten. Dann fangen wir doch am besten mal direkt hier an. Fangen wir einfach mal hier im ersten Stockwerk an. Ob es irgendwas gibt, das wir mitnehmen sollten. Ich werde es relativ schnell machen. Es gibt verdammt viele Apartments hier. Wenn ich was finde, ist gut. Was ist das eigentlich für eine Tapete? Holy crap. Also in diesem Raum haben wir immer Goa-Partys gemacht. Da ist sogar ein... Zellenbereich abgeteilt? Wer hat denn bitte hier gewohnt? Okay. Nichts. Oh, da steht die Nummer meines Schatzes. Und da sind einige Zahlen, die aussehen wie eine Telefonnummer. Wählen wir mal die Zahlen. Oh yeah. Oh, was mehr kann ich nicht tragen? Echt jetzt? Goddammit, Geister. Ach Gott, ich bin raus. Ich bin raus. Lass mich da durch. Wie es auch nicht mehr was bringt, gegen die wirklich zu kämpfen. Deswegen lasse ich es einfach gleich. Oh Gott, in welchem Apartment? In welchem Apartment? Okay, ich sollte... Da klingelt es durch. Ich sollte mal ganz ehrlich kurz wieder hochgehen. Das unter Apartment 302 durchschieben, die Zettel, und dann mal zurückgehen. Zurückgehen, erstmal die Energie ein bisschen auffüllen und einfach mal lesen, was auf diesen Zetteln steht. Ob das von Interesse für uns sein könnte, für den Bereich hier, ich weiß es nicht. So, 302 war auf der Seite, hier sind die geraden Zahlen. Ne, warte mal. Stimmt gar nicht. Das ist total durchgemischt, einfach nur. Es hat irgendwie kein wirkliches... Muster, wie ich das verstanden habe. Gut, hier noch viel mehr Zettel für dieses Apartment. Ja, ist ja okay. Du sollst das da durchschieben. Und das da auch noch. Da haben wir viel zu lesen. Und dann gehe ich wieder runter durch das Loch. Moment, aber jetzt kann ich auch theoretisch hier mal ganz kurz noch rein. Wenn ich schon auf dem Weg bin, warum nicht? Wahrscheinlich wird darauf hinauslaufen, dass ich reinkomme, irgendwas mache, irgendwas anklick und dann Geist-Trigger damit. Warum stehen hier Porzellan... Ich frage nicht, warum da Porzellanhunde stehen.
Ich will nicht irgendwie einen Geist triggern, da habe ich echt keinen Bock drauf. Aber ich möchte natürlich auch gerne gucken, ob es hier irgendwas gibt. Denn hier gibt es was, zum Beispiel Pistolenkugeln. Ich meine nicht, dass ich sie wirklich benötige, aber hey, Pistolenkugeln. Warum auch nicht? Man nimmt sie halt mit, das sind so Sachen, die man halt auch nicht liegen lässt, selbst wenn man sie nicht wirklich benötigt. Okay, das kann ich mir auch nicht anschauen. Gut, dann schleunigst raus aus diesem Apartment, bevor jetzt wieder irgendeiner dieser Geister um die Ecke kommt. Und sich denkt, mit uns Party machen zu wollen. Ja, ich würde sagen, runter komplett. Na, ich nehme die Puppe nicht mit. Ganz ehrlich, ich will diese nicht. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei dieser Puppe. Und auf das höre ich jetzt einfach mal zur Abwechslung. Normalerweise denke ich mir, gimme, Loot, was auch immer. Ich kann hier nichts machen mit dieser Puppe, ich nehme sie trotzdem mit. Und plaste mir mein Inventar damit zu. Nein, dieses Mal nicht, ich bleib stark, ich werde diese Puppe nicht mitnehmen. Und ab zurück. Und gucken, was wir uns da unten drunter durchgeschoben haben. Also irgendwas Interessantes wird da ja dabei gewesen sein, hoffentlich. Hallo, wach auf. Okay. Hier hat sich nichts verändert. Nein. Nein. Immer noch strange Bilder an der Wand, die aussehen, als hätte man nur den Rahmen gekauft und dann irgendwie nicht diese Bilder rausgemacht, die da schon drin sind. Diese Beispielbilder. Stock-Footage von irgendwas und Tipp auf dem Fahrrad. So, hey, wenn Leute kommen vorbeikommen, sagt man immer so von wegen so, hey, das ist... Was zum Teufel? War das denn gerade eben für ein Geräusch? Ich habe mich ein klein bisschen erschrocken gerade eben. Naja, egal. Extrem viele Zettel für uns zum Lesen. Du sollst sie nicht öffnen, du sollst die Zettel lesen. Rotes Papier. Vor 4 Jahren wurde ein Körper entdeckt, in den 1221 geritzt worden war. Sofort hatte ich diese furchtbare Gefühle und zitterte unaufhörlich. Das Opfer war seit 6 Monaten tot, aber Walter war seit 7 Jahren tot. Er brachte sich 3 Jahre vor diesem Mord um. Die Polizei geht von einem Nachahmer aus und nennt den Fall Sullivan Runde 2, aber etwas daran stört mich. 14. Mai, okay. Weiteres rotes Papier. Ich habe den Schlüssel zu Eileen Gavins Wohnung verloren. Ich muss ihn finden und zurückgeben. Lass mich nachdenken. Zuletzt sah ich ihn... Ah, Mist. Wo sahst du ihn denn? Genau das ist nämlich den Schlüssel, den wir brauchen. Ich habe das Rätsel der Zahlen gelöst. 01121 ist eigentlich 0121. Mit anderen Worten, 1 von 21. Walter hatte also vor, 21 Leute umzubringen? Aber er hat es nie zu Ende gebracht. Er wurde für die Morde an Billy und Miriam Locane, den 7. und 8. Opfer, verurteilt. Später beging er Selbstmord in seiner Gefängniszelle. Der grausige Massenmord an 10 Leuten schockiert die Welt und wurde als Fall Walter Sullivan bekannt. Es gibt 2 große Fragezeichen. Erstens, was war das Motiv für die Morde? Zweitens, warum brachte er sich selbst um, bevor die Aufgabe abgeschlossen hatte? War er einfach verrückt? 2. Mai. Das ergibt natürlich auch Sinn mit... dem, was er jetzt auf die Köpfe schreibt, 19121, das ist dann ein 19 von 21 in dem Fall. Wir stecken nochmal ein rotes Papier. Ich hob den Schlüssel auf, den Aline aus 303 wohl fallen gelassen hat. Ich wollte ihn zurückgeben, aber sie war nicht zu Hause. Ich werde ihn wohl dem Hausmeister geben. Dem Hausmeister geben. Okay. Von mir aus. Gibt es irgendwas Neues in meinem Kühlschrank? Nope. Kühlschrank ist immer noch leer. Nichts mehr drin. Schokomilch haben wir Jasper gegeben. Okay. Okay, extrem verwirrend. Also, wir haben den Schlüssel definitiv noch nicht. So sieht's aus. Lass mal gucken, was Eileen macht. Okay. Oh ja. Alles in Ordnung. Alles gar kein Problem. So, dann will ich mal ganz kurz speichern an der Stelle und dann erstmal überlegen, wie es hier weitergeht. Wir brauchen den Schlüssel für Apartment 303 und in irgendeinem Apartment scheint dieser Schlüssel zu sein. Wir haben ihn noch nicht gefunden bisher. Natürlich muss auch dieser eine verdammte Schlüssel fehlen, den wir eigentlich bräuchten, aber nein, genau dieser Schlüssel ist natürlich nicht an diesem Bund.
Schließfachschlüssel 106. Hm. Es wäre auch noch eine Idee, nochmal kurz in das Loch reinzugehen, einfach mal zu schauen, unten an den Schließfächern, ob in Schließfach 106 vielleicht einfach der Schlüssel drin ist. Ich habe die Schließfächer aber auch nicht wirklich gesehen. Lass uns nochmal ganz kurz da reingehen. Das interessiert mich jetzt. Das möchte ich gerne in dieser Folge noch für mich selbst klar machen. Ist in diesem verdammten Schließfach der Schlüssel drin? Wir werden sehen. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich auch den kleinen Schlüssel natürlich mitgenommen habe, der hinter dem anderen Poster war. Von dem her könnte das schon sein, dass es vielleicht einfach dort ist. Was? Achso, hier klingt ja noch das Telefon. Das ist nur die Frage, wo sind... Ach, hier sind die Schließfächer. Aha. Die Nummern gehen von 101 bis da... Ja, dann... Lass mal den hier benutzen. Was ist da drin in dem Schließfach? Ich liebe dich, Rachel. Mike. Es ist voller Liebesbriefe von Mike und Rachel. Okidoki. Von mir aus. Können wir noch hingehen? Können wir noch hingehen? Gibt es irgendwie... Ich meine, wo können wir noch hingehen? Wir haben verdammt viele... Warte mal, da geht's gar nicht weiter. Wir haben verdammt viele Apartments, die wir besuchen können. Gucken wir auf die Seite ganz kurz nochmal. Oh Gott, auch hier sind die Geister mittlerweile. Nein, Mann. In your face, Alter. Ich lass mich nicht von deinem... Ich bin ein Geistgebrabbel irgendwie beeinflussen. Oh Gott, er isst meine Nippel. Ah, warum? Warum? Die wollte ich mir doch piercen im Sommer. Henry traurig jetzt. Was für ein Apartment ist das hier eigentlich? 106. Da waren wir schon drinne. Mein Gott. Waren wir in 107 drinne? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, wenn er einen Wohnungsschlüssel benutzt. Blut. Vertrauenserweckend. Extrem vertrauenserweckend. Das Telefon klingelt immer noch. Wie laut ist eigentlich... Oh Gott. Wie laut ist eigentlich dieses verschlüsselte Telefon? Ah, er kommt durch die Tür! Der cheape Mann, der sich durch die Tür durchbeamt, während ich hier im Raum drinne bin. Ins Gesicht! Ins Gesicht! Einfach nur, weil ich es kann. So, ist jetzt mal gut. Nicht wirklich. Es hat ihn einfach mal no fucks given. Es hat ihn kein bisschen interessiert, dass ich ihm gerade erstmal 6 Kugeln ins Gesicht gejagt habe. Aber okay. Wenigstens brauche ich jetzt ein klein bisschen, bis er da wieder durch die Tür durchkommt. Ich kann mal nochmal schauen, ob ich irgendwie im anderen Bereich überhaupt schon drin war. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Oh Gott. So verwirrend. Was ist das hier für ein Apartment? Hier waren wir schon drinne, glaube ich. 104, jupp, da waren wir drinne. Waren wir in 103? Nope, aber jetzt. Ist das eine Gummizelle? Kein Scheiß, die haben eine Gummizelle. Alter Schwede, dieses Telefon geht mir schon ein bisschen auf den Geist, ganz ehrlich. Warum haben die nicht irgendwie... Haben die bei sich dort, wo auch immer die leben? Silent Hill, nee, was auch immer. Nicht die Sache bei Telefon, dass man irgendwann aus der Leitung geworfen wird. Das ist doch irgendwie, dachte ich, weltweiter Standard. Oder kann man in wahrscheinlich Amerika, wo es ja spielen soll, die Dinger durchklingeln lassen? Jetzt, ich meine, so richtig heftig durchklingeln lassen? Der Schrank geht auch nicht auf. Scheint so. Als wenn es kein Schwein interessieren würde. Und wir einfach mal, okay, ich rufe jetzt diese Nummer und dann lege ich mal den Hörer daneben und, dann schauen wir mal, wie man rangeht. Das wird von Erfolg gekrönt sein. Boah, Alter, was ist das denn? Ich wollte eigentlich nur an den Kühlschrank ran, jetzt muss ich erstmal fette Maden zerdappen. Oh Gott! Ne, echt jetzt mal, ich will... Es stinkt irgendwie. Es ist in diese zerrissene, blutige Jeans eingewickelt. Es ist eine tote Katze. In einer der Taschen ist ein fetzen rotes Papier. Gut, dann nehmen wir zumindest das rote Papier. Okay, auf dem nichts steht. Wäre das an der Tür? Ja gut, wir sollten es auch mal unter die... Au, Apartment-Tür stecken. Oh Gott, oh Gott. Verdammte Blutegel-Dinger.
Sonst noch irgendwas hier? Nein, alles zu. Gut. Dann würde ich mal sagen, ab dafür. Hoch zu 302. Das Ding dann nochmal durchschieben. Wo bin ich? Dankeschön. Das mache ich am besten jetzt gleich. Fetzenrotes Papier da drunter schieben. Ah, Mist, jetzt müssen wir wieder komplett hochrennen. Dass es hier keinen Fahrstuhl gibt. Das wäre schon extrem angenehm. Einfach reinstellen. Wie so ein Fahrstuhl halt funktioniert. Ich glaube, ich muss niemandem die Funktionsweise eines Fahrstuhls erklären, oder? Ja, das ist auch das falsche Forum dafür. Ich meine, ich könnte 2 Stunden über Fahrstühle reden, aber warum sollte ich das tun? Das ist meine große Frage. Warum zum Teufel sollte ich über Fahrstühle reden? Warte mal, was? Hat gerade jemand... An welche Tür hat da gerade jemand geklopft? Ich habe gerade irgendwo ein Türenklopfen gehört und irgendein Gemurmel, was auch immer das war. Und seht mal, die roten Fetzen sind jetzt auch weg. Nice. Dieses Telefon. Verdammt nochmal. Ich laufe durch verdammte Gänge aus... durch hackfleischmäßig geformte Gänge, die einfach nur rot sind mit irgendwelchen dahingeschissenen Texturen und die ganze Zeit klingelt dieses Telefon und irgendwie schmilzt mein Gehirn langsam und läuft mir aus dem Ohr. Okay, geh mal da rein. Geh mal da rein. Ich gehe jetzt zurück erstmal in unser Apartment und dann schauen wir uns beim nächsten Mal dort nochmal um, was auf diesem Zettel steht und ob wir irgendwo den Schlüssel 303 finden in dem Fall. Ja genau, 303 brauchen wir. 302 können wir von der Seite sowieso nicht rein. Bis dahin, haut rein.